Hallo und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, heute geht es zu dem Qualle Cup nach Alsbach-Hähnlein. Das ist in der Nähe von Darmstadt, also sozusagen zum zweiten Aufsteiger. Ich bin sehr gespannt. Ich bin natürlich auch wieder bestens gekleidet, um da den FC gut zu vertreten. Ich werde da wohl auch ein bisschen mitspielen. Also ich bin da extremst gespannt drauf. War da ja auch selber noch nie. Habe auch noch nie so einen Qualle Cup mitgemacht. Also von daher bin ich extremst gespannt und nehme euch natürlich mit über den ganzen Tag. Freut euch drauf und jetzt geht es los. Ab geht's nach Alsbach-Hähnlein. So Leute, wir sind da. Genau hier ist der Sportplatz. Und jetzt bin ich gespannt, wie es wird. Und den Qualle habe ich schon eben getroffen. Also von daher bin ich einfach mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. So, also wir sind jetzt einmal komplett einmal auf der anderen Seite des Sportplatzes, denn wir mussten einmal rumgehen, denn da, wo wir vorher waren, war kein Eingang. Jetzt sind wir beim Eingang, jetzt geht's rein und jetzt bin ich, wie gesagt, gespannt. Es spielen auch schon viele Jugendmannschaften hier auf dem Platz, also von daher, wird's sehr interessant und bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Also wie gesagt, es ist auch für mich heute ein komplett Überraschungstag, denn ich habe auch nicht wahnsinnig viel jetzt nachgefragt, was da abläuft oder allgemein, was jetzt geplant ist. Deswegen, ich lasse mich viel mehr überraschen. Und deswegen, jetzt geht's mal weiter und mal gucken, was jetzt noch passiert. So Leute, es ist Anpfiff. Qualle pfeift das erste Mal jetzt hier in Alsbach-Hähnlein und sehr interessant, sehr cool, auch die jungen Fußballer zu sehen. Also wirklich sehr, sehr cool. So, jetzt startet das zweite Spiel vom Qualle Cup sozusagen und auch wieder pfeift Qualle und genau, so sieht's aus. So, also, jetzt wird hier der erste Angriff gerade absolviert, allerdings noch kein Tor. Es ist übrigens Deutz 05 gegen, wer ist es? Okay, die haben keinen Ort draufstehen, aber ja, also mal gucken, wie das andere ausgeht. Das andere ging übrigens 1-0 aus für Auerbach. Deswegen, schauen wir mal, ob Deutz heute hier noch was holen kann. So, das Spiel ist zu Ende gegangen. Die Kölner sozusagen haben gewonnen, 1-0. War schön rausgespielt, schön über die linke Seite und dann war in der Mitte alles frei. Der Torwart war auch schon ausgespielt und somit konnte Köln-Deutz 0-5-4 das 1-0 machen und somit auch gewinnen. Jetzt geht's weiter mit dem nächsten Spiel, denke ich mal. Aber ich werde natürlich auch nachher noch spielen. Bin immer gespannt, wie ich mich dann so anstellen werde. Da gibt es dann nachher auch Videos zu. Ihr könnt lachen. Definitiv, ihr könnt gerne lachen, aber mal gucken. Vielleicht schlage ich mich auch gar nicht so schlecht. Du musst klatschen. Morgen. Marvin, Felix und Marvin. Wir wünschen beiden Mannschaften ein faires Spiel und ein spannendes Verlauf. Jungs, geht mal ein bisschen von der Seite. Marvin! 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 Marvin!
So Leute, ja, der Qualle Cup ist zu Ende und ja, wir haben sogar noch ein Tor schießen können. 1-1 ging es am Ende aus, dann ging es ins Elfmeterschießen, das war ein Schlagabtausch. Aber am Ende haben wir leider nicht gewonnen, denn ja, im Elfmeterschießen hat man eben auch viel mit Glück zu tun und das hatten wir leider nicht. Aber ich habe ein Tor vorbereitet, Qualle hat es dann reingemacht, das 1-1 erzielt. Das war wirklich richtig cool und allgemein war es ein mega, mega Tag, also wirklich richtig geil. Danke nochmal Qualle für die Einladung. Wirklich mega. Ich hoffe, euch hat der Vlog auch gefallen. Ja, wenn es so ist, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr weitere Vlogs sehen möchtet, bald geht es ja auch wieder los mit der Fußball-Bundesliga, dann abonniert auch gerne diesen Kanal. Es haben mich auch viele erkannt, viele Unterschriften noch gegeben. Ihr habt ja die Autogrammstunde auch noch gesehen. Also wirklich richtig, richtig cool. Ja, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wie gesagt, damit bin ich raus. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Macht's gut, euer Niklas. Und ciao.